Wenn die Inquisition hier eintritt, frag mich nicht um Hilfe. Moin moin und willkommen zurück hier zu A Plague's Tale. Und wir befinden uns in Kapitel 7, der lautet der Pfad vor uns. Wir folgen einfach mal den guten Leuten, die uns da geholfen haben. Mal sehen, wo sie uns hinführen. So, wie man sieht, ein paar Sachen haben wir ja schon. Das heißt, wir können Leute zum Schlafen bringen, wir können Feuer. Ja, wir nutzen sie zur Überquerung. Wow. Sieht cool aus. Ist er immer so? Er hat noch nicht viel von der Welt gesehen. Das ist nicht der beste Moment, um damit anzufangen. So. Erst an der Mühle gehen, langsam. Mach mal lieber nicht meinen kleinen Bruder hier platt. Mit deinen dummen Sprüchen. Ich mach das. Na, okay. Na, hier rein da. Hm. Oh, das ist ja riesig. Oh, hier sind ein paar Sachen. Oh, wieder ein bisschen Stoff und ein bisschen Steine. Ist noch mehr? Ich glaube nicht. Lieber das ein bisschen kontrollieren, denn Rohstoffe sind ja ein bisschen Mangelware hier. Die kann man trotzdem gebrauchen. Wie kommen wir auf die andere Seite? Indem wir es anhalten. Und wie sollen wir es anhalten? Amicia, wir finden eine Lösung. Das Rad wird langsamer. Ein bisschen Optimismus vielleicht? Melly, übernimmst du? Ja. Es funktioniert. Klasse. Jetzt müssen wir nur noch rüber. Okay. Warte. Also schön. Okay, das war nicht so clever. Wartet hier. Gut, mach schnell. Dein Einsatz, Melly. Und du gehst da rüber? Ich könnte es von der anderen Seite versuchen, Amicia. Aber das Rad muss erst stillstehen. Halt. Ja. Nein, das geht nicht. Kriegst du das hier, Melly? Verstanden. Jetzt mache ich das hier weg, oder was? Kann man nicht Amicia, den Jungen darüber bekommen? Rüber, dann kann ich euch von der anderen Seite helfen. Hugo, kümmerst du dich darum? Na gut. Okay. Los, Hugo. Ach, er drückt das da drüben, den Button. Okay. Nein, halt. Also schön. Gehst du da rüber und helfen, was das da ist? Ich brauche Hilfe. Okay, es müsste ja die Sache geritzt sein jetzt eigentlich, oder? Wenn sie jetzt da nochmal wieder festhält. Die Zugbrücke wäre unten, Prinzessin. Versucht nicht ins Wasser zu fallen. Warte. Ja. Lass es einfach. Hä? Warte mal, das war ja wieder verkehrt. Das überlasse ich dir, Hugo. Und du hältst Dein auch da drüben an. Verstanden. Hier, kann ich das nicht auch loslassen hier? So, okay. Aber ich muss den Knopf drücken. Ich dachte, ich könnte hier auch. Das muss ich ja gar nicht. Und jetzt drehe ich die Scheiße hier nochmal. Also ich kann eigentlich rüberrennen, jetzt ist ja nicht egal, ne? Brauche ich ja gar nicht mehr machen. Ich dachte, ich müsste die Tür jetzt auch zumachen, das muss ich ja gar nicht. Na bitte, siehst so. Du ein Kinderspiel? Wir haben die Mühle besiegt. Ah, das war wirklich nicht so schwer. Die Position bis hierher schafft, müssen sie hier erstmal vorbei. Oh, haben wir noch genug von? Oh, hier können wir was basteln. Lass mal gucken, was wir brauchen hier. So, gucken, was wir herstellen können. Wir können auch die Bänder, verringert die Zeit, nämlich ihre Schleuder hervorholt und lädt. Das ist unsere Ausrüstung. Rennen und Ausweichen macht weniger Lärm. Das ist auch gar nicht so schlecht, ne? Okay. Was machen wir?
Schneller schießen? Oder ein bisschen leiser laufen? Ah, ich mache erstmal die Schleuder besser. Nicht schlecht, gar nicht schlecht. Okay, mal was herstellen hier. Mehr können wir davon nicht machen, okay. So. Ich muss hier ein paar Sachen einsammeln wieder. Perfekt. Na gut, dann lass uns mal weiterlaufen. Wir können hier durch. Na los! Versuchst du mich zu beeindrucken? Nein. Gut, komm mit. Es ist schön hier und es riecht nach Erde. Das Aquädukt. Ist Lukas hier? Das hoffe ich. Stellt keine hohen Erwartungen an euer Chateau. Warum? Hier gab es mal ein Dorf. Aber es wurde vor langer Zeit in nur einer Nacht im Erdboden gleichgemacht. Oh, das ist aber nicht nett. Hier soll verflucht sein. Lauf mal nicht weg, lass mal kurz ein bisschen gucken hier. Das macht nur Spaß, Hugo. Ja, natürlich. Seit wann hört man von mir die Wahrheit, hm? Also, sie läuft leider immer weiter. Wir müssen aber erstmal noch ein bisschen kontrollieren hier, dass hier nicht ein paar Sachen sind, die wir nicht auch noch nutzen könnten. Hm. Amicia. Hugo, was ist denn? Schon wieder Kopfweh? Komm her. Oh. Hugo? Hugo, sieh mich an. Hat er bloß. Geht es wieder los? Dein Kopf? Es ist, als ob etwas in mir wächst. Meine Beine, sie zittern so. Sag nicht, dass er gebissen wurde. Das hat nichts mit dem Biss zu tun. Etwas ist in seinem Blut, schon seit Jahren. Ich muss ihn tragen. Kletter auf meinen Rücken, wenn du kannst. Oh Mann. Los, hopp. Ich bin ein bisschen gespannt, was mit dem Kind los ist allgemein. Würde mich mal interessieren. Tut mir leid. Wollen wir mal sehen. Keine Sorge. Wenn es in seinem Blut ist, was ist dann mit dir? Mir geht's gut. Lukas versucht, die Entwicklung zu bremsen. Auch deshalb wollen wir zum Chateau. Amicia, ich habe solche Angst. Wovor denn, Hugo? Was in meinem Kopf ist. Keine Sorge. Hätte ich auch Angst vor. Das geht auch Erwachsenen so. Vielleicht bist du ein Zombie. Jetzt kannst du dich ausruhen. Endlich. Hilf mir mal, das hochzuheben. Ich komme. Hugo, bitte geh wieder runter. Ach, das. Ach, Quatsch, das ist ein geiles. Geiles Versteck da unter. Ist das dein Haus? Das ist ein Versteck, Kleiner. Zum Verstecken, nicht für die Bankette des Adels. Fass das nicht an. Das ist der Dietrich meines Bruders. Ist eine Menge wert. Den klauen wir uns noch. Wie lange lebt ihr denn schon so? Du meinst wie Vagabunden und Bettler? Familientradition. Unser Vater war ein Mistkerl. Wollte uns einmal zu oft verprügeln, also sind wir abgehauen. Aber ihr seid ja adelig. Adelig? Amicia? Was soll das heißen? Mir ist kalt. Sieh doch. Sieh uns an. Wir haben alles verloren. Was meinst du? Wer bezahlt uns dann? Was redest du denn da? Euer Freund Lukas hat gesagt, ihr wärt reich. Vergiss es einfach. Legt euch auf Arthurs Strohmatte. Und wenn er wiederkommt, besprechen wir das Ganze. Oh, die hofft auf Kohle. Da ist sie bei uns auf der falschen Adresse, würde ich sagen. Selbstverständlich werden wir sie nicht bezahlen. Wir hoffen auf Nächstenliebe. Gibt es etwa nicht mehr die Nächstenliebe? Das ist ein bisschen schade. Oh, wer ist da oben? So, siehst du was? Nein, nichts. Schade, ich dachte, wir könnten noch was aus dem Versteck mitnehmen. Aber anscheinend können wir das nicht. Okay, hier geht's weiter. Wo kommt man da hin? Nach draußen. Ja, aber wohin genau? Vertrau mir einfach. Und dein Bruder? Er hätte längst hier sein müssen. Tut mir leid. Totgesagte leben länger. Oh, und ich hoffe, dass sie den geschnappt haben. Runter! Er trägt einen Helm. Ha, Devorantis. Devorantis.
Gesicht und frisst sich durch Stahl. Oh, cool. Das haut jedem den Helm vom Kopf. Wie baue ich das? Mach mir mal was davon fertig. Gut. Okay, gucken wir mal. Deporante ist das da? Los. Oh, noch einfach. Zieh auf den Helm. Noch einfach. Achso, ein Stein, warte. Das geschieht ihm recht. Das cool, ist laut. Das ist ziemlich cool, das Zeug. Geil, ey. Oh Gott, was die alles so weiß, ne? Frisst dich durch Stahl. Wie geil ist denn das? Oder? Ups, immer mehr. Einer mit Helm. Du weißt, was zu tun ist. Ja. Aber da herrscht höllisches Durcheinander. Okay, aber wir müssen auch den auch da irgendwie gekillt bekommen, oder nicht? Hm. Dann machen wir als erstes kalt. Wow, wir haben das Glück gehabt, dass wir dieses Zeug noch hatten, sonst hätte der uns jetzt platt gemacht. Okay. Okay, das war jetzt wirklich Glück. Ich hätte natürlich auch hier hinlocken können mit dem Lärm. Habe ich natürlich nicht gemacht, ich Depp, aber egal. Hier drüben auch noch was, sind auch noch mit. Was denn liegen? Okay, den Stein hätten wir noch mitnehmen können, brauchen wir aber nicht. Ich bin gleich zurück. Ich warte auf dein Zeichen. Wie soll ich die denn? Ich hoffe, die werden nicht entdeckt da. Und ich werde hier nicht entdeckt. Man muss darauf achten, wie wir das machen. Soll ich die alle killen? Schaffe ich doch niemals. Hier da hinten müssen wir als erstes killen, glaube ich. Hier drin verstecken, warte mal. Wo der mich da auch sieht. Nein, Amicia! Ich habe Angst! Alles in Ordnung, ich bin hier. Du bist verschwunden. Naja, okay. Ach so, wenn ich, desto weiter ich weg bin, desto mehr Angst bekommt er. Sieht gut aus. Nach dir. So, warte mal kurz. Können wir die noch killen? Ich glaube schon, ne? Okay. Es sind wirklich viele Wachen. Ich glaube, wir müssen die gar nicht alle killen. Aber da hinten sind noch ein paar Zutaten, beziehungsweise Ressourcen. Die sollte man uns vielleicht nochmal holen, ne?
Warte mal kurz, wo der steht. Ich muss leider ein bisschen einsammeln, die Sachen wieder, sonst habe ich gar keine Steine mehr. Amicia, komm zurück! Alles in Ordnung, Hugo. Tut mir leid, ich hatte Angst. Komm mal hier rüber zu mir. Sehr gut. Hier bin ich. Hier, ich bin gleich wieder da. Lieber du als ich. So, hier ein bisschen einsammeln. Was man so findet, ne? Die müssen wir jetzt auch noch wieder mitnehmen hier. Die Luft ist rein. Klar. Hier liegen auch noch ein paar Sachen, sind wahrscheinlich nur Steine, ne? Genau. Die brauchen wir ja, aber. Sind ja noch einige Wachen da, ne? Also wir können natürlich hier. Schwefel, gut. Wir könnten natürlich noch mal versuchen, die anderen hier auch noch mal alle zu umzubringen. Wir sind da noch. Da sind noch zwei. Die Kinder sollen die Engländer ganz schön auseinandergenommen haben. So eine Explosion habe ich noch nie erlebt. Wir klingeln jetzt noch die Ohren. Aber wir haben den Halunken erwischt. Ein junger Dieb, der den Deruns geholfen hat. Er sitzt in der Bastion und wird verhört. Da kann er sich glücklich schätzen. Lass uns erst wieder hinten fertig machen. Muss ja was ganz Besonderes sein, wenn sie so ein Theater und dich veranstalten. Ich kann nichts dafür. Bescheid. Verdammt, ach komm nicht. Das war doch ärgerlich. Wieso habe ich sie denn nicht getroffen, ey? Ihn denn nicht getroffen? Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht alle nochmal killen. Ne, okay, nur den hier. Versuchen wir nochmal. So. Die haben doch ganz gut alle weggenatzt. Immer nicht. Okay. Der geht gerade wieder weg. Wir können hier auf jeden Fall ein bisschen ein paar Sachen einsammeln. Da liegt sogar irgendwas. Liegt Papier. Eine Karte von Frankreich. Was haben die Dreckskerle nur vor? Wollen wir die Frankreich einnehmen? Hat er einen Helm auf? Oh, ich glaube schon, ne? Okay. Da hinten am Wagen sind ja welche. Ich weiß nicht, ob sie uns hier hinten sehen können. Wir uns daran vorbeischleichen können. Obwohl da ja auch Ware ist, ne, was wir vielleicht gebrauchen könnten. Bleibt hier. Kein Mucks. Gut, ich bleibe hier.
Pass auf, wir versuchen es nochmal. Ich habe ja das Glück und wir können die beide erledigen. So. Ich glaube, mehr Wachen sind ja auch gar nicht, oder? Lass mich nicht zurück, Amicia! Beruhige dich, uns geht's gut. Klar doch. So, ich wollte noch ein bisschen was einsammeln. Da liegt noch mehr. Da Leder und was weiß ich alles. Da drüben auch noch irgendwas. Ja, hier hat er nur. Hier hätten wir ihn ablenken können mit Geräuschen oder so, aber das haben wir natürlich nicht gemacht. Weil ich das nie mache, irgendwie. Ich bin immer voll auf Konfrontation. Was natürlich auch ein bisschen dumm ist, aber naja, soll's. So, wir haben jetzt genug. Jetzt können wir einfach direkt da durchspazieren. Wir haben alle erledigt. Ich meine, krass, wir sind einfach zu einer Killerin mutiert, muss man einfach sagen, oder? Das Gitter ist unten. Es gibt immer einen Nebeneingang. Ja, zeig mir den mal. Kann interessieren. Da, da nichts wie raus hier. Weiter. Los. Sehr freundlich von euch, eure Hoheit. Hm. Alter, wie zacke ist sie denn drauf? Los, weiter. Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig, da ist Lukas. Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Sie werden dich in die Stadt mitnehmen, zur Bastion der Inquisition. Amicia, hast du noch was von dem Devorantis? Ja, dann los, schieß ihm den Helm vom Kopf. Da habt ihr euch also versteckt. Nein! Och Mann! Einmal nicht geworfen und dann bist du schon gleich. Ich muss aber weiter hinten stimmen, weiter hinten anfangen. Ich bin zu dicht dran. Na los, weiter! Was habt ihr mit mir vor? Vorsichtig! Da ist Lukas! Bald kommt der Karren mit neuen Vorräten. Was? So. Wiederzusehen. Ja, sind wir halt, ne? Hey, du siehst nicht übel aus. Ja, ich war in einem Käfig und dann gab es eine riesige Explosion. Sehr gut. Boom, dann sind wir zu Mellies Haus und sie hat viel geflucht. Das habe ich gehört. Was ist mit dir, Lukas? Alles gut? Könnten wir das unterwegs besprechen? Oder sollen wir Wein und Braten rausholen und darauf warten, dass sie uns abschlachten? Was meint ihr? Du hast das wäre doch auch mal was. Gehen wir. Das Chateau sollte nicht mehr weit sein. Na dann los. Kommt, es ist nicht mehr weit bis zum Aquädukt. Der fahrt vor uns, okay. Wie es aussieht, habt ihr einigen Ärger gehabt. Sag bloß. Du hast ganz vergessen, uns von der Inquisition zu erzählen. Dann hättet ihr meinen Vorschlag nicht akzeptiert. Den mit deinen angeblich reichen Freunden? Wir finden schon eine Lösung. Erzähl das meinem Bruder. Was ist hier passiert? Etwa ein Unfall? Ein Karren der Inquisition. Die Ratten. Da drin ist sicher etwas, das wir gebrauchen können. Okay. Wie sollen wir da nur vorbeikommen? Oh, wir haben doch schon... Amicia, ich habe etwas für dich. Oh, ich noch was. Ich habe weiterentwickelt. Luminosa. Du wirfst es mitten in die Ratten und... Na, du wirst schon sehen. Hier, nimm. Ja, wie cool. Peter, Alkohol und Leder. Alles gut vermischen. Gerne doch. Ach so, hat sie da... Da unten ist es okay. Wirf es auf die Ratten. Probieren's. Nur es schafft eine starke Lichtquelle, die Ratten in der Nähe eliminiert. Und wie mache ich das? Achso, muss ein bisschen auf Abstand sein oder was? Nee. Inventar ist voll. Ja, wir haben es doch aber jetzt. Können wir es da nicht raufwerfen? Ah, okay, jetzt. Nee, auch nicht. Wie soll ich es denn auf die raufwerfen? Verstehe ich gerade nicht. Ach so, ich kann es so direkt raufwerfen. Ah, okay, gut. Luminosa.
sie pulverisiert. Lass mal schnell ein paar Sachen einsammeln hier. Lukas, der Karren ist randvoll mit alchemistischen Zutaten. Das ist nur logisch. Die Inquisition. Sie hätten nicht von der Makula gewusst, wenn sie keine alchemistischen Texte gelesen hätten. Ich weiß zwar nicht, was sie vorhaben. Also bauen können wir nichts, aber wir können was herstellen, ne? Werden uns noch nützlich sein. Ist das denn günstiger, das hier herzustellen? Fällt mir gerade auf. Oder eigentlich das gleiche? Auf von allen haben wir was jetzt. Gut. Ne, raus hier. Komm, gehen wir hinterher. Aber wir kriegen immer mehr coole Sachen, muss man sagen. Das Akaduk, wir sind fast da. Na endlich. Jetzt werden wir mehr erfahren. Ich helfe dir hoch. Ja. Ach, sind schon ein paar Rappen mehr. Hugo, es heißt Aquädukt. Ja, endlich. Aquädukt. Aquädukt. Ja, super. Melli, wo ist dein Bruder? Ich will nicht darüber reden. In Ordnung. Achso, warte. Gut gesehen. Achso, sie geht erst hoch, okay. Dann gehen wir hoch. Kletter hoch. Na gut. Okay. Was? Ist das alles? Hier ist nichts. Lukas, sag nicht, dass das alles umsonst war. Nein, nein. Laurentius war ein kluger Mann. Okay. Das ist der Trick eines Alchemisten. Gold wird aus Blei geboren. Die Tür öffnet sich nur dem, der den Schlüssel hat. Sowas in der Art. Hm. Wie wär's mit, nutze deine Augen, bevor du den Mund aufmachst. Ach, guck mal. Wer geht zuerst? Gut gemacht. Wir. Amicia? Los, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Halt, guck da hinten noch, es liegt. Das ist mein Mädchen. Nee. Coole Höhle. Guck mal, ob wir hier was finden. Wow. Das sieht wirklich mal cool aus. Nicht übel. Ist das das Meer? Nein, nur Wasser, das sich im Untergrund gesammelt hat. Hey, da ist ein Portal. Dieser Ort wurde von Menschen genutzt. Wir sind auf dem richtigen Weg. Bequere den See, okay. Gut gemacht. Komm schon. Da hinten liegen noch ein paar Sachen, die holen wir uns nochmal schnell. Bevor wir abhauen. Wir müssen nicht hinterherlaufen, die Affen. Mal guck mal. Eine Seilfähre. Eine was? Das Boot wird mit einem Seil bewegt, das man selbst ziehen. Kannst du mir helfen? Yep. Dieser Ort ist unglaublich. Ach ja, gar nicht schlecht. Schade, dass wir keinen Wein und Käse dabei haben. Das wäre herrlich gewesen. Das funktioniert nicht von selbst. Setz mit Hugo über. Wir kommen dann nach. Meinst du wirklich? Ja. Geht es nicht anders. Ist ohnehin nur Platz für zwei. Ja, das wäre dumm. Okay, pass auf, du sollst dich mal dran setzen. Kriegst du das hin, Melli? Lukas, schlaf nicht, gut, sondern hilf mit. Ja, ja. Das Wasser ist grün. Ja, weil da unten viele Geschöpfe leben. Denen muss ziemlich kalt sein. Vater hat mich einmal zum See bei Turf mitgenommen. Ich bin ausgerutscht und reingefallen. Das war so kalt, ich musste heulen. Wir können die jetzt gleich rüberziehen, bestimmt. Euer Boot wartet. Soll ich einsteigen? Ja, ja klar. Steig ein. Hoffentlich können sie schwimmen. Und los geht's rüber. Gut festhalten. Los geht's. Wow. Ich sehe gar keine Fische. Oh, das liegt an dem Monster. Was, ein Monster? Ja, natürlich. Unterirdische Seen sind verzaubert.
Riesige, uralte Monster schlummern in ihren Tiefen. Und sie sind furchtbar hungrig. Stimmt ja gar nicht. Wenn hier Monster wären, dann würden wir Luftblasen sehen. Du hast mich erwischt. Mama hat immer gesagt, dass Monster nur Dinge sind. Dinge sind. Dinge, denen wir nie einen Namen gegeben haben. Ja, das hat sie mir auch erzählt. Ich würde eigentlich gern mal ein Monster sehen. Du, es ist genug Monster. Die Inquisition ist ein Monster. Oder sowas von. Gut, hier steigen wir aus. Oh, das war viel zu kurz. Ich weiß, aber jetzt sind die anderen dran. Es gibt hier keine Monster, aber vielleicht ein Wal. Wale sind ziemlich groß. Ja, aber ein kleiner? Kann sein. Ein scheuer Wal, der sich nicht gerne zeigt. Er ist scheu, weil er so klein ist. Aber er ist bestimmt sehr hübsch. Ihr seid dran. Wir kommen. Gut, ihr könnt loslassen. Okay, sie kommt zurück. Dann sammeln wir schon mal hier ein. Ich dachte, Amicia und Hugo sterben vielleicht. Und ich hatte Angst. Ich vergesse. Das liegt hinter uns. Aber dafür gehört mir alles, was mir in der Burg gefällt. Abgemacht? Na gut. So, den See haben wir auch überquert. Und jetzt geht's hier raus, glaube ich. Finde das Chateau. Verschlossen. Nicht mehr lange. Lasst mich mal vorbei. Na, kriegt ihr das hin? Ist offen. Perfekt. Hier sind wieder viele Ratten. Na bitte, natürlich. Was ist das hier für ein Ort? Das... Nein, das kann nicht sein. Das muss ich mir näher ansehen. Diese Grube. Was denn, Lukas? Du kannst das Ding was schieben. Was ist denn Lukas? Dieses Feuerbecken kann den Graben entlang schwingen. Lukas! Und dies da aus der anderen Richtung. Eine Verteidigungsanlage. Wie bei einer Burg? Eher wie eine Rattenfalle. Sie schützt irgendetwas. Und? Wie funktioniert sie? Die Feuerbecken drängen die Ratten in die Grube und da sitzen sie in der Falle. Könnte nützlich sein. Wer hat das gebaut? Ich weiß nicht, aber es sieht ziemlich alt aus. Komm, Lukas, lass uns mal nachsehen. Gut, Melly. Während die Jungs tagträumen, gehen wir weiter. Wer hat das gebaut? Vielleicht, irgendwelche Ritter? Also kriegen wir die echt alle runter, das ist ja cool. Aber Handwerker, und zwar eine ganze Menge von ihnen. Na los, in den Graben. Wir müssen auf die andere Seite. Schon lange her. Gut, kommt mit. Aber die Ratten sind erst seit kurzem hier. Du hast recht. Und bei dem Gedanken kriege ich Gänsehaut. Komm, ich hebe dich hoch. Also schön. Okay, jetzt müssen wir gucken. Hugo und die bleiben erstmal da drüben. Wir sammeln hier noch ein bisschen was ein. Wer ist hier noch nicht? Gut, ich kümmere mich um die Tür. Gut, ich sammle hier noch ein paar Sachen ein. Obwohl, vielleicht kann er... bevor ich mein Feuer benutze, vielleicht haut er das Ding ja an. Wie gerade eben. Nee, macht er nicht. Okay, ich gehe nochmal darüber. Drüben kann ich noch was einsammeln. Das machen wir ganz kurz mal. Geh weg. So. Alkohol, yeah. Ohne Alkohol lässt sich es doch eh nicht aushalten hier. Okay, mach das Ding an. Vor all diese verdammten Ratten. So, die schieben wir auch alle runter in den Becken. Ich finde, das mit den Ratten ist ziemlich cool gemacht, muss ich sagen. Habe ich beim letzten Mal schon erwähnt, aber ich finde es echt ziemlich lässig gemacht mit den Ratten. Jetzt muss man ihn lassen. Die Anlage ist sehr effizient. Ich gehe.
gehe zuerst. Natürlich. Natürlich. Los, komm. Gucken, wie es weitergeht hier. Noch eine Tür. Könnte die richtige sein. Hoffentlich sind da nicht wieder Ratten. Melly, ich brauche hier deine Hilfe. Schon unterwegs. Komm schon. So langsam habe ich genug von all diesen Türen. Das ist ein Chateau. Das Chateau. Wow. Es existiert tatsächlich. Cool. Chateau d'Ambrage. Unglaublich. Ich hatte ja so meine Zweifel, aber das ist die Art von Alchemistenlegende, die ich mag. Na los, sehen wir uns das mal an. Machen wir. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal dabei. Bis dahin, tschüss.